Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich finde Yu-Gi-Oh! Gerade ziemlich dumm. Und wenn ich von Yu-Gi-Oh! Rede, meine ich nicht Yu-Gi-Oh! Im Allgemeinen, sondern meine das TCG. Das muss man zurzeit ja erwähnen, denn es gibt ja auch Yu-Gi-Oh! Master Duel, auch wenn man zu der Thematik wieder ein komplett eigenes Video machen könnte. Denn da läuft ja auch nicht so alles super. Aber heute soll es eben um das TCG gehen. Naja, zunächst einmal, ja, in Yu-Gi-Oh! Gibt es immer Auf und Abs, die Meta ist mal besser, mal schlechter und es gibt sicher einige Punkte, die man kritisieren kann, wie zum Beispiel bei den Produkten, bei der Verbotsliste oder eben noch bei vielen anderen Punkten. Aber um diese Punkte geht es heute nicht, denn diese Punkte sind unveränderbar und eigentlich müssen wir eigentlich damit leben, sprich, wenn du eine Verbotsliste nicht so geil findest, ja, leb halt mit und bau dein Deck dementsprechend nach eben dieser Liste oder falls der Yu-Gi-Oh! Gerade zu teuer ist, kauf dir eben ein billigeres Deck oder warte eben, bis die Karten droppen, beziehungsweise bis eben Reprints kommen. Das ist zumindest erstmal so im Großen und Ganzen die Meinung zu den ganzen Themen. Man muss eben damit leben, wie es ist. So ist das Spiel und so müssen wir es eben spielen. Ich weiß, dass man jeden einzelnen Punkt richtig schön aufschlüsseln kann und sehr differenziert betrachten kann, aber das würde eben den Rahmen dieses Videos sprengen und darum würde es in diesem Video eben, wie gesagt, nicht gehen. Doch warum habe ich zu dieser Thematik noch nie ein Video gemacht? Ich meine, in der Vergangenheit gab es sicherlich sehr dumme Decks oder dumme Kombos, wo man sicherlich ein Video zu hätte machen können. Wie zum Beispiel zur Z-Synchro-Kombo. Dort konnte man einfach diverse Karten ziehen und zwei Omni-Gadgets stellen, was schon irgendwie sehr dumm war und auch vor allen Dingen ziemlich broken. Aber jetzt hat sich einiges geändert und wir werden das Ganze mal eben Stück für Stück aufschlüsseln. Zunächst einmal sollen wir uns natürlich angucken, welche Decks so gespielt werden, beziehungsweise welche Karten. Denn da kommen wir dem Problem auf jeden Fall ein Stückchen näher. Denn welche Karten spielt gerade so gut wie jedes Deck? Ja, genau. Die Brave Token Engine, beziehungsweise eben die Adventure-Karten. Man spielt sie alleine deshalb, weil man aus einer einzigen Karte ein Omni-Negate bekommen kann, ohne dabei seine Normalbeschwörung benutzt zu haben. Übrigens, als Omni-Negate bezeichnet man Karten, die sowohl Zauberfalle oder Monsterkarten annullieren können. Diese sogenannten Omni-Negates gehören einfach zum Spiel und ist eigentlich nichts Neues, denn das gab es schon bereits in vielen vergangenen Decks und vor allen Dingen konnten das schon viele verschiedene Karten. Doch meist war das nicht so einfach möglich in der Vergangenheit, denn man brauchte meist das Extra-Deck dafür, beziehungsweise brauchte mehrere Steps, um eben zu seinem Omni-Negate zu kommen. Heißt aber auch, dass wenn man mehrere Steps braucht, um eben dorthin zu kommen, dass man deutlich anfälliger ist, weil der Weg einfach deutlich länger ist. Außerdem brauchte man meist eben Platz im Extra-Deck, weil man eben diverse Slots brauchte, um überhaupt eben über diese Wege dann dorthin zu kommen. Falls man jetzt unterbrochen wurde, hat man also zum einen weniger Karten im Extra-Deck und zum anderen hat man allgemein Ressourcen verbraucht, die eventuell später im Duell sehr wichtig sein könnten. Doch jetzt spielst du den Negate in deinem Main Deck. Bedeutet also, falls du durch eine Handtrap wie Ash aufgehalten wirst, kannst du einfach nächsten Zug deinen Negate holen und dein Gegner hat eine Ressource verschwendet, aber du hast immer noch Zugriff eben auf deinen Negate. Außerdem gibt es hier noch ein ganz anderes Problem. Normalerweise würde er schon Teil seiner Engine bzw. des Themendecks nutzen, um eben zu diesem Omni-Negate zu kommen. Jetzt muss man das Ganze nicht mehr tun. Sprich, ihr ruft erst euer Omni-Negate und dann beginnt ihr eigentlich erst mit eurer Main-Strategie. Was auf jeden Fall ein kleiner Unterschied ist zu den bisherigen Omni-Negates. Jetzt sagt man sich vielleicht, ist doch gar nicht so schlimm. Früher hatten Felder drei Omni-Negates, jetzt auch. Ist doch komplett egal, wie das zustande gekommen ist, oder nicht? Leider nicht so ganz, denn da kommen wir zu einer Thematik und zwar Handtraps. Handtraps sind elementar Teil der Meta und können eben Combo-Decks aufhalten. Bei einigen Decks kann es schon reichen, dass eine einzige Handtrap reicht, um eben das Combo-Deck aufzuhalten, jedoch wurde diese Grenze halt jetzt komplett verschoben. Denn jetzt beschwört man zuerst den Greif, beziehungsweise muss erst den Greif verhindern und dann muss man nochmal die Combo des Main Decks verhindern. Sprich also, ihr braucht hier automatisch zwei Handtraps, um den Gegner aufzuhalten, anstatt eben nur einer. Hinzu kommt, dass sehr gute Combo-Decks natürlich nicht nur durch eine Handtrap aufgehalten werden, sondern eben durch zwei. Bedeutet also, ihr braucht erstmal eine Handtrap, um eben die Adventure Token Engine aufzuhalten und dann braucht ihr nochmal zwei Handtraps, um eben den Spielzug des Gegners aufzuhalten. Also ihr braucht drei Karten, um den Gegner aufzuhalten? Und mit welchen Karten spielst du dann selber? Ich meine, du hast drei Karten benutzt, um den Gegner aufzuhalten, aber hast selber noch gar nicht gespielt. Klar, zwei Karten können vollkommen reichen, eben um selber zu spielen, aber die musst du auch erstmal passend ziehen. Wir merken also, Adventure Token ist eine extrem starke Kartenkombination, die eben zurzeit einfach so gut wie jedes Meta-Deck spielt, weil es einfach so stark ist. Doch selbst das ist eigentlich nicht das Problem. Denn schon bereits in der Vergangenheit gab es Decks, die sehr früh einen
in Omni-Negate gestellt haben. Bei solchen Formaten wurden dann einfach gewisse Karten ins Main-Deck gepackt, wie zum Beispiel Droplet, Dark Ruler No More oder Mystic Mine, um eben die Omni-Negates rauszubaiten, beziehungsweise eben das Ganze zu annullieren, um dann eben selber spielen zu können. Doch warum klappt das Ganze jetzt eigentlich nicht? Naja, das liegt einfach an den Strategien, die die aktuellen Meta-Decks zurzeit haben. Der gute Sensenlock. Ja, das ist die Strategie von so gut wie jedem Deck, First Turn eben den Sensenlock zu legen. Und ja, noch nie war es so einfach, genau diesen zu bekommen. Natürlich gibt es die Sense schon deutlich länger und sie wurde schon öfters benutzt, eben um den gegnerischen Spielzug zu skippen. Jedoch ist das Ganze jetzt viel einfacher und vor allen Dingen kann man diese Combo eben suchen. Bedeutet also, ihr könnt konstant immer First Turn eben euren Gegner die Sense geben. Dies ist eben eine Combo, die den Gegner quasi nicht mitspielen lässt. Und ja, das gab es auch bereits in der Vergangenheit, dass es Combos gab, wo der Gegner nicht mehr wirklich mitspielen konnte. Jedoch gab es da einen großen Unterschied. Denn Sense triggert einfach und der Gegner kann nachträglich das Ganze nicht mehr annullieren. Bedeutet also, falls der Gegner im späteren Duell Karten zieht, also in seinen Zug eben, und eben immer mehr Karten zieht und versucht irgendwie ein Out zu ziehen, ist es kein Out mehr, weil Sense schon bereits aktiviert und es ist vorbei. Ihr dürft einfach nichts mehr aus dem Extra-Deck beschwören. Also hier gibt es einen großen Unterschied zu anderen Locks. Zum Beispiel gab es ja den Buster-Lock. Dort war man ja durch den Buster gelockt. Hier konnte man zum Beispiel schaffen, eben einfach den Welpen zu zerstören oder einfach eventuell das Monster zu removen, an dem es equipped ist. So konnte man den Lock umgehen und konnte ganz normal spielen. Das geht hier eben nicht, da man eben keine Ausrüstung zerstören muss oder nur das Monster zerstören muss. Nein, der Effekt ist dennoch permanent aktiv, obwohl man eben das Monster schon längst vom Spielfeld entfernt hat. Auch ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Winder. Winder ist natürlich eine extrem starke Karte und kann einen sehr flat geben. Jedoch kann man eben, wenn man im Deck Draw-Karten spielt, gewisse Karten ziehen, die Winder dann eben einfach annullieren und man kann ganz normal weiterspielen, ohne dass man irgendwie eingeschränkt ist. Das Ganze funktioniert eben bei der Sense nicht, weil wie bereits gesagt, Sense aktiviert sich und sobald sie einmal durchgekommen ist, war es das Ganze und es ist egal, ob ihr später irgendwelche Karten zieht, die die Sense outen kann, denn man kann sie nicht mehr outen, denn sie ist schon bereits aktiviert. Sprich, selbst Karten wie Dark Ruler No More bringen dir hier gar nichts. Also bleibt nur noch Droplet, die eventuell das Ganze aufhalten kann oder eventuell Cosmic Cycling. Jedoch hat der Gegner ja meist auch noch ein Omni-Negate, sprich Cosmic Cycling fällt auch noch weg. Heißt, ihr könnt eigentlich das Ganze noch aufhalten, indem ihr Droplet zieht, denn Droplet, darauf kann der Gegner nicht reagieren, beziehungsweise ihr müsst eben das Richtige abwerfen, damit der Gegner dann eben nicht reagieren kann. Und so könntet ihr theoretisch den Sensenlock aufhalten. Jedoch gibt es auch schon Decks, die einfach dir doppelten Sensenlock geben und dann bringt dir das Ganze auch nichts mehr. Und selbst die sogaste Karte Mystic Mine bringt einfach gar nichts, denn ja, zum einen natürlich von Omni Negate kann sie negated werden, aber falls sie einfach im First Turn sie aktiviert und halt der Gegner dran ist, dann ist ja da Mystic Mine und der Gegner kann doch sicherlich nicht spielen. Ja, weit gefehlt, denn die Adventure Token Engine macht es möglich, denn dort gibt es eine Karte namens Dracoback, die einfach Karten zurück auf die Hand geben kann, sprich selbst solche Gastenkarten sind kein Problem für alle Decks, weil alle Decks einfach Adventure Token Engine spielen können und so dann eben einfach solche mächtigen Karten wie Mystic Mine einfach komplett auskontern. Also auch hier haben wir eine große Veränderung, die wir bisher nicht hatten. Wir können einfach keine starken Going Second Karten mehr spielen, um Felder zu brechen oder eben um den Gegner aufzuhalten, sondern wir können nur noch Droplet ziehen und haben sonst keine große Alternative. Natürlich mit Ausnahme der Hand Traps. Aber da brauchen wir, wie gesagt, am besten drei Stück und die müssen wir natürlich erstmal ziehen. Bedeutet also, wenn wir 9 Handtraps im Main Deck spielen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir in der Starthand einfach 3 Handtraps haben. Bedeutet also, wir müssen mehr und mehr und mehr und mehr Handtraps spielen. Also kurz zusammengefasst, entweder ihr habt genug Handtraps oder habt verloren oder ihr habt Droplet oder habt verloren oder habt das Glück und habt den Würfelwurf gewonnen. Jedoch dreht sich das Ganze um, wenn der Gegner genug Handtraps hat. Habt ihr wieder verloren? Wenn der Gegner Droplet hat, habt ihr auch verloren. Sonst habt ihr vielleicht Glück und habt dann endlich mal gewonnen. Klingt auf jeden Fall nach Fun. Echt coole Meta. Und ja, man kann das Ganze natürlich umgehen, indem man ein Deck spielt, was vom Sensenlock nicht betroffen ist. Zum Beispiel Flanderies. Das Problem ist natürlich, dass eben sehr viele Leute Handtraps spielen. Sprich, auch dieses Deck hat Probleme überhaupt im Fahrt zu kommen. Und irgendwie ist das ja auch nicht der Sinn der Sache, dass eine große Mechanik komplett einfach nicht gespielt wird. Klar, bei Flanderies passt es, aber bei allen anderen Decks wird es da eben schon schwerer. Und alle wollen, dass Imperial Order verboten wird, weil es hier so unfair ist, dass eben eine komplette
komplette Mechanik aus dem Spiel genommen wird, nämlich die Zauberkarten. Und hier bei Zenz ist es genau das gleiche. Das komplette Extra-Deck wird aus dem Spiel genommen, was einfach komplett unfair ist. Und falls sich jetzt jemand denkt, ja gut, du bist Yu-Gi-Tuber, du hast eh keine Ahnung, laber doch einfach nicht. Ja okay, dann gucken wir uns einfach mal einen Profispieler an und fragen ihn, wie ist die Meta gerade? I think it's pretty bad. Pretty bad, okay. Yeah, because of the brave card. Because the brave cards are so good. Because if they win the roll and they see rights and it turns into four cards, it's just like super oppressive to play against. And you see like all the decks playing like at least 15 hand traps and then like 9 more in the side. Like after siding, their deck is like 25% to 50% hand traps, which is an indicator for like that's why it's a bad format. If you need to do that to have a chance going second, it's not a good format. Ihr seht, ich bin nicht der Einzige, der eben diese Meinung hat. Es kommt gerade einfach sehr viel zusammen. Noch nie war es so einfach, First Turn den Sensenlock zu legen und noch nie war es so einfach, ein Omni-Negate aufs Board zu bekommen. Und zusätzlich aufgrund dieser Engine, nämlich eben die Adventure-Token-Engine, war es noch nie so leicht, Problemkarten einfach durch Draco Back zu entfernen. Und das alles macht Yu-Gi-Oh! Gerade einfach so unendlich dumm und macht aus meiner Sicht nicht wirklich mehr so viel Spaß, zumindest eben auf der Meta-Ebene. Klar kann man zurzeit auf Regios gehen und eben Turniere spielen. Aber wie gesagt, entweder gewinnst du den Würfelwurf oder du brauchst eben Handtraps oder Droplet oder hast eben garantiert verloren. Das Ganze ist irgendwie aus meiner Sicht kein schönes Format und ist vor allen Dingen natürlich auf lange Sicht sehr frustrierend, wenn man eben genau aus diesen Gründen ständig und ständig die Duelle verliert. Ich liebe das Spiel wirklich sehr, doch gerade ist es wirklich schlimm und ist es nicht so eine Redewendung von wegen, ja, jetzt ist es so schlimm wie noch nie. Nein, gerade haben wir wirklich ein sehr großes Problem. Wie gesagt, ich habe es deutlich einmal erklärt. Ich hoffe einfach, dass die nächste Verbotsliste eben da irgendwie was macht und eben die Probleme angeht, dass einfach die Meta wieder deutlich entspannter wird, beziehungsweise wir hier nicht mehr so viele Probleme auf einmal haben. Ja, das war einmal meine ausführliche Darstellung und ja, ich bin wie gesagt nicht alleine mit dieser Meinung, aber was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Lasst es mich einfach mal wissen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich trotzdem noch viel Spaß beim Duellieren.